diese Schweine fühlen sich auch bei minus 9 Grad auf dem gefrorenen Acker sauwohl. Denn hier in Dinkler bei Hildesheim dürfen die Tiere selbst entscheiden, ob sie draußen rumwühlen oder sich doch lieber in diesem mobilen Schweinestall aufwärmen wollen. Die Idee kommt von einem Landwirtetrio aus dem Ort. Was hier besonders ist, wir können quasi mit dem Stall über diese vorhandene Fläche, die wir hier haben, können wir quasi wandern. Das heißt, er steht auf Kufen, wir hängen einen normalen Ackerschlepper vor und können ihn dann hier auf der Wiese, sobald es im Frühjahr wieder wächst, verziehen und können somit den Schweinen halt immer wieder frisches Grün zur Verfügung stellen. Seit Oktober steht hier der mobile Schweinestall. 35 Quadratmeter ist er groß und komplett energieautark. Strom liefert eine Photovoltaikanlage. Die drei Landwirte machen das alles neben ihren Vollzeitjobs. Am wichtigsten ist ihnen die Regionalität. Und so wird auch das Schweinefutter selbst angebaut. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil der Verbraucher kann es sich hier direkt vor Ort angucken, kann sehen, wo das Schwein herkommt, wo das Tier hier aufgewachsen ist. Und im Endeffekt wird es hier in der Nähe vor Ort im Landkreis auch geschlachtet beim regionalen Schlachter. Und die ganze Produktionskette ist quasi komplett von vorne bis hinten transparent. Und das, die Möglichkeit hat man, sag ich mal, im Supermarkt jetzt nicht so direkt zu sehen, wo genau das Fleisch herkommt oder genau zu wissen, das war von dem Schwein. Und das ist halt einfach hier möglich. Mit dem mobilen Schweinestall soll gezeigt werden, wie artgerechtere Tierhaltung aussehen könnte. Die Forderung nach einer Tierwohlabgabe, eine Steuer auf tierische Produkte, um Betriebe beim Umbau von Stallungen zu unterstützen, sehen die drei Landwirte aber skeptisch. Man muss dem Verbraucher klar machen, wenn er so will, dass, ich sag mal, mehr Tiere, mehr Schweine, mehr Rinder, mehr Hühner, egal was, in Deutschland so gehalten werden, wie wir es hier machen, dann muss er das an der Ladentheke bezahlen. Bislang wird das Fleisch der Schweine aus Dinkler nur im Dorfhofladen verkauft. Der Preisunterschied zum Supermarktfleisch ist moderat. Natürlich können wir mit großen Lebensmitteleinzelhändlerketten, sage ich mal, nicht mithalten, weil da wird ja der niedrigere Preis, zum Beispiel bei Kartoffeln oder wenn ich jetzt hier einfach mal Würstchen nehme oder Eier nehme oder sonst was, geht da einfach über die schiere Menge, die verkauft wird. Und deswegen können diese Regionalläden, sage ich mal, da mit den Preisen nicht mithalten. In Niedersachsen sind mobile Schweineställe noch eine Seltenheit. Das Trio aus Dinkler möchte das mit ihrem Konzept aber ändern.